Clemens Prader. Mein Name ist Ulf Wendling. Und wir sind die Pros hier in Going in Tirol am Golftrainingszentrum Stanglwirt. Und heute wollen wir euch ein bisschen zeigen, wie man schwierige Fairway-Lagen meistert und wie ihr euch Schläge sparen könnt. Los geht's. Genau. So, wir haben da eine Fairway-Lage, relativ gute Lage. Das einzige Problem ist die Schräglage. Wir stehen bergab und der größte Fehler bei diesen Lagen ist immer, dass man vorher im Boden reinschlägt oder den Ball toppt, weil das Gewicht zu weit am rechten Fuß ist. Okay, wir schauen, dass das ganze Gewicht am linken Fuß ist. Wir müssen ein bisschen breiter stehen, dass wir das Gleichgewicht halten können. Die Schultern gleichen wir dem Hang an, also mehr so. Dadurch auch der breitere Stand, sonst würden wir umfliegen. Ich zeige euch einmal, wie das ausschauen soll und dann gibt es den Tipp dazu. Und jetzt der Tipp dazu. Die Gefahr in der Position ist immer, dass wir in der Ausholbewegung und dann in dem Durchschwung das Gewicht nach rechts verlagern. Und dadurch schlagen wir immer vorher in den Boden rein oder wir toppen den Ball. Eine gute Übung dazu ist, da links bleiben und dann nach dem Schlag einen Schritt nach links zu gehen. So verhindern wir, dass wir rechts hängen bleiben. Okay, da haben wir eine Lage. Eine Balllage, wo der Ball sehr weit oberhalb von meinen Füßen liegt. Ja. So, jetzt schaue ich, dass ich wirklich eine gute Balance habe und dass mich nichts umwerfen kann. Ja. Also weder der Schwung noch irgendwas anderes, Wind. Ja. Ich schaue immer, dass ich gut in Balance bin. So, dadurch, dass der Ball jetzt näher eigentlich bei mir ist, muss ich schauen, dass ich den Weg ein bisschen reduziere und dass ich schaue hier, dass ich den Schläger anpasse. Ja? Weil wenn ich ihn normal greifen würde, wäre der Schläger zu lang und ich würde hinten in die Erden reinhauen. Ja? Jetzt muss ich das ein bisschen reduzieren und das mal anpassen. Dadurch, dass ich gut balanciert dastehen will, lasse ich den Schläger einfach reinrutschen, wo meine Hände automatisch hinfallen. Auf jeden Fall müssen wir dann den Winkel reduzieren. So, jetzt haben wir mal die gute Standposition. Jetzt noch gute Ausrichtung. Ja, wenn ich so stehe, tendiert der Ball eher nach links zu fliegen oder noch stärker nach links zu fliegen. Deshalb muss ich mich weiter nach rechts ausrichten. Ich nehme immer so, da haben wir ungefähr 20 Grad, pro 10 Grad nehme ich immer 5 Meter, wo ich mich weiter rechts hin positioniere. Ja? So, das schaut ungefähr dann so aus. Also ich komme rein, stelle meinen Schläger fein hin, schaue, dass ich in die Balance komme und lasse ihn dann reinrutschen. Seht ihr da? Da ist ziemlich viel Abstand jetzt schon. So, dann ziehe ich mich weiter nach rechts, weil ich da rüber schießen will. Und dann geht's schon los. Perfekt. Er wird nicht so weit fliegen, weil ich einfach den Schläger reduziere, die Länge vom Schläger reduziere. Nehmt einen Schläger mehr. Das funktioniert. Nach einem perfekten Drive, Mitte Fairway. Zum Entsetzen, schlechte Lage in einem alten Divot. Irgendwer hat vergessen, das Divot zurückzulegen und dadurch kommen solche Lagen zustande. Also bitte jeder drauf schauen, Divot zurücklegen, dann kommt sowas nicht zustande. Okay. Wir müssen ja den Ball spielen, wie er liegt. Dazu ein Tipp, wie man da am besten wieder rauskommt aus der misslichen Lage. Da der Ball tiefer liegt als normalerweise, müssen wir schauen, dass wir einen steileren Eintreffwinkel bekommen. Dafür legen wir den Ball weiter nach rechts im Stand. Die Hände bleiben in der gleichen Position und dadurch verändert sich automatisch der Eintreffswinkel von mehr von oben. Ich hoffe, ihr könnt was anfangen mit den Tipps und viel Spaß beim Trainieren auf der nächsten Runde und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal am Golftrainingszentrum Stanglwirt zum Trainieren und ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Servus.